Willkommen bei Tutorial Live TV. Sicherlich fragen sich viele, wie man kostenlos eine Webseite erstellen kann. So, ich zeige euch heute einmal eine kostenlose und also schnell funktionierende Möglichkeit. Zuerst öffnet ihr euren Browser und gebt ein www.weebly.com. Dort meldet ihr euch an mit einem vollständigen Namen, einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Wenn ihr euch angemeldet habt, loggt ihr euch ein. Und gebt euer Passwort ein. So. Einloggen. Okay. Hier könnt ihr dann eure Webseite hinzufügen, auf diesem Button. Ich habe jetzt schon zwei Webseiten erstellt, die zeige ich euch dann am Schluss, wie ein fertiges Ergebnis aussehen kann. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man eine Webseite mal erstellt. Erstmal klickt ihr auf Webseite hinzufügen. So. Dann gebt ihr hier einen Titel für eure Webseite ein. Zum Beispiel gebe ich jetzt einen Test YouTube. Und Art der Webseite wählt ihr aus. Anderes. So. Und klickt ihr auf Weiter. Hier stehen dann eure Webseite-Domain, also die ihr oben eingibt, wie zum Beispiel www.facebook.com oder www.weebly.com. Könnt ihr hier eure Webseite-Domain wählen. Die zwei unteren sind nicht kostenlos. Nur die erste ist kostenlos, weil da www.weebly.com noch dahinter steht. So, gebt einfach eure beliebige Website-Domain ein, natürlich alles kleingeschrieben. Und dann schaut ihr, ob das noch verfügbar ist. Wie zum Beispiel hier, Test YouTube ist nicht mehr verfügbar. Geben wir einen Test YouTube 2. Dann wird es schon angezeigt, ob es noch verfügbar ist. Wenn es verfügbar ist, klickt ihr auf Weiter. Dann lädt eigentlich schon das Gestaltungsprogramm, mit dem ihr eure Webseite gestalten könnt. Erstmals klickt ihr dann oben auf Design. Hier listet sich dann eine riesige Auswahl von Designs, die ihr auswählen könnt. Hier könnt ihr verschiedene Designs ausprobieren, indem ihr einfach auf das beliebige Design klickt, wie zum Beispiel das hier. Dann heißt es, wird geladen und es lädt. Dann seht ihr die Vorschau von dem Design. So, wenn ihr dann euer Design gefunden habt, so. Wenn ihr euer Design gefunden habt, könnt ihr anfangen. Erstmals klickt ihr dann auf Elemente. Okay, dann sind hier oben die Facebook-Links, also die ganzen sozialen Netzwerke. Hier schreibe ich immer soziale Netzwerke. So, dann könnt ihr hier eure Facebook-Seiten, eure Twitter-Seiten und alles reinschreiben. Das habe ich nicht, das aber nicht, das aber nicht. Okay, Facebook könnte ich jetzt einen Link hinzufügen und den dann einfügen. Also wenn man dann auf den Link auf das Facebook-Zeichen klickt, wird man automatisch auf eure Facebook-Seite weitergeleitet. So, hier heißt es dann Test YouTube. Entweder könntet ihr hier das, also den Titel hinschreiben oder ein Logo einfügen. Ein Logo, das müsst ihr dann einfach uploaden. Okay. Bei diesem Titelbild ebenfalls einfach auswählen, Add Image und Foto hochladen. Okay. Und dann rechts herum auf Save klicken. Okay. Hier ist eigentlich schon eure Auswahl, also ihr könnt eure freie Auswahl wählen. Wie zum Beispiel, ich packe jetzt hier einen Titel und einen Text hinzu. Dann schreibe ich hier einen Test, Tutorial Live TV
und schreibt darunter im Kleingedruckten macht Tutorial über Windows und andere Programme. So. Hier könnt ihr natürlich noch viel mehr hinschreiben. Ihr könnt auch natürlich mit Bild hinzufügen oder ihr könnt eigentlich alles, nur ein Bild, eine Schaltfläche. Also ganz interessant ist dann der HTML-Code. Den zieht ihr einfach rein. Und wenn ihr dann einen HTML-Code habt, der funktioniert, wie eine Uhr zum Beispiel, klickt ihr einfach darauf und kopiert den HTML-Code hier rein. Hier könnt ihr noch die Ausrichtung dann wählen, ob es linksbündig, rechtsbündig oder mittig steht. Und dann habt ihr den ausgewählten HTML-Code. So, Spalten könnt ihr hinzufügen, links und rechts an den Spalten was reinschreiben. Ihr könnt es dreispaltig, vierspaltig, fünfspaltig machen. Dann unter Multimedia könnt ihr dann eine Fotogalerie hinzufügen, die Show oder wie man es nennt, Dateien uploaden. Dann das ist für die nicht kostenlose Version. Dann eingebettetes Dokument, eine Flash, Google Maps und YouTube Video. Dann Einnahmen ist jetzt sehr interessant. Wenn jetzt eure Seite sehr beliebt ist und viele Klicks bekommt, dann könnt ihr ein Google AdSense Konto machen und also euch da anmelden. Das ist wirklich kostenlos. Und da könnt ihr dann ja pro Klick auf die Werbung könnt ihr dann wieder, keine Ahnung, 5 Cent oder so gewinnen. Natürlich gibt es auch Produktblog von Google, also wo man seine eigenen Sachen anbieten kann zum Verkauf. Unter mehr findet ihr dann einen RSS-Reader, also der die neuesten Meldungen anzeigt, wieder einen HTML, einen Teiler, sehr interessant, also wenn ihr jetzt zwei Texte oder zwei Bilder teilen wollt, einfach diesen Strich hinziehen und es schaut sehr ordentlich aus und übersichtlicher. So, und eine Online-Umfrage, dann müsst ihr euch bei PolDaddy anmelden und dann könnt ihr eine Online-Umfrage erstellen. Kontaktformular oder Zitate oder Sozial-Icons und. Ablaufplanung. Also, es ist wirklich eine freie Auswahl hier. Wie hier eine Umfrage haben wir noch. Könnt ihr freies reinschreiben, was ihr wollt. Okay. Dann, also wenn ihr, da ist jetzt der Button Home, da kommt ihr dann aufs Home. Natürlich könnt ihr nicht nur Home haben, sondern könnt ihr noch mehr Links hinzufügen. Da geht ihr einfach auf Seiten und klickt eine Seite hinzufügen. Gebt dieser Seite einen Namen und wählt hier eures Design, also entweder großes Titelbild, kleines, überhaupt kein Titelbild oder ein Titelbild mit Beschreibung. Nehmen wir jetzt das. So, dann Einstellungen speichern und ihr habt hier schon die zweite Seite. Ihr werdet automatisch auf die zweite Seite weitergeleitet und könnt hier die zweite Seite wieder frei gestalten. So, das wär's dann mit dem. Natürlich gibt es auch noch eine iPhone-App, aber nur für iPhone. Von Weebly könnt ihr dann frei eure Webseite unterwegs gestalten auch. Ach ja, es gibt auch noch einen Blog, da einfach Blog hinzufügen. Gebt in einen Namen wie Blog, geht auf Einstellungen speichern und dort habt ihr dann euren Blog und könnt ihn wieder frei gestalten. Das wär's dann eigentlich mit der Webseite. Ich zeige euch jetzt noch meine Webseite, wie es aussehen könnte. Hier könnt ihr dann eure Webseite auch die Statistiken ablesen, nochmal bearbeiten oder Blogkommentare, Formulare, also Einträge, Webseite kopieren oder die Webseite auch wieder löschen. Wie hier zum Beispiel die Statistik. Zeigt es dann an, wie viele am einen Tag auf der Webseite waren, wie 196, 75 und dann einer, 17, heute waren schon 3 auf der Webseite, welche Links sie aufgerufen haben und. So,
Jetzt zeige ich euch die erste Webseite. Okay, wenn es laut würde. Okay, auf jeden Fall hier die Webseite. Da ein Videos, Bilder, Info, News, Blog und sogar ein Shop. Und der Shop sieht dann so aus. Mit Spreadshirt.de. Okay. Wenn ihr dann eure Webseite fertig gestaltet habt, klickt ihr einfach rechts oben auf Veröffentlichen und eure Seite wird veröffentlicht. Hier noch die Tour Live TV Seite. Haben wir natürlich auch eine Webseite. Hier werden auch die neuesten Videos und alles gepostet. Hier eine HTML wie eine Uhr. Was ist die HTML für die Uhr? Ein Blog, Kontakt, Info, Videos, Download. Hier stehen alle Downloads zur Verfügung, die wir hochgeladen haben. Und. Wenn ihr dann wieder was bearbeitet habt, klickt ihr einfach auf Veröffentlichen. Okay. Und wenn dann eure Webseite fertig ist, könnt ihr sie einfach aufrufen mit dem Link, also Webdomain, die ihr eingegeben habt. Klickt ihr einfach drauf. Dann ist eure Webseite fertig. Normal ist das nicht schwarz, ja jetzt. Okay, dann ist eure Webseite fertig. Hier, wie gesagt, die sozialen Netzwerke wie Facebook, E-Mail, ja, Google Plus, YouTube. Wenn ich auf YouTube klicke, leitet es mich dann automatisch auf YouTube weiter. Und naja, okay. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal und vergesst das Abonnieren nicht.